der Solarhalle, Pommernanlage, der Herwig-Blankertz-Schule zu unserem großen Wolfhager Energiefest. Informierte sich gern am Infostand, also ich sage jetzt gar nicht alles, was Sie hier vorfinden. Jetzt gebe ich mal weiter an den Herrn Wilfried Wenis vom Landkreis Kassel, Kreisbeigeordneten. Der ist heute in Vertretung, dankenswerterweise in Vertretung für den Landrat Uwe Schmidt. Für Ihre Einladung zum Energiefest danke ich Ihnen im Namen des Landkreises Kassel ganz herzlich. Ich bin sehr gern zu dieser Eröffnung gekommen. Der Landkreis Kassel hat sich bereits früh entschieden, auf den Dächern seiner Liegenschaften Solaranlagen zu installieren. Alle großen Schulstandorte verfügen über solche Anlagen. Unter der größten stehen wir hier. Das Dach der Panzerhalle der ehemaligen Pommernkaserne und heutigen Herwig-Blankertz-Schule war lange Zeit die größte gebäudeintegrierte Photovoltaikanlage Europas. Ich bin daher sehr froh, dass wir mit dem Energiefest der Energieoffensive Wolfhagen zugleich auch die Aktivitäten der Stadt Wolfhagen feiern. Ich wünsche Ihnen und uns ein informatives und gutes Energiefest. Auch ich darf Sie alle sehr herzlich begrüßen im Namen des Magistrates, unserer städtischen Gremien, auch im Namen von Werner Kunz, unserem Stadtverordnetenvorsteher. Und wünsche uns allen heute hier einen sehr interessanten, kommunikativen Tag unter diesem oder an diesem Areal der Pommernanlage. Das Energiefest, das große Fest, das wir heute feiern, alle sind eingeladen. Ich hoffe, viele kommen auch noch. Wie ich die Wolfhager aber so einschätze, vor denen erstmal Nachmittag. Die werden erstmal Mittag essen nach dem Kirchgang und heute Nachmittag ja, zu Besuch sein. Ich war gestern mit einigen der Energieoffensive in Schwelm bei Wuppertal und wir haben den Solarpreis 2015 in Empfang nehmen dürfen. Das hat mich sehr gefreut. Applaus 1935 ungefähr, also in Mitte der 30er Jahre, ging es los. Streng geheim wurde hier die Pommernanlage errichtet, eine militärische Einrichtung. Ein Gleisanschluss wurde gebaut, keiner wusste, was hier wirklich passiert. Ich weiß aus der Schule, dass uns die älteren Menschen immer gesagt haben, ihnen wurde in der Schule erzählt, hier oben wird eine Mohrenkopffabrik gebaut. Das war die Botschaft, ja, das hört sich alles ein bisschen weit weg an, ist aber gar nicht so lange her, sind 80 Jahre. Das ist ja noch nicht so gewaltig lange. Also es war streng geheim und so sollte es dann auch sein, wenn man dann schaut, 10 Jahre später, in den 40er Jahren, 44, 45, da gab es dann die Flugblätter, weiß ich auch, wo dann die Amerikaner Flugblätter abgeschmissen haben und haben dann drauf geschrieben, Munna im Walde, wir finden dich balde. Ne? Warum man das nicht gefunden hat, weiß man nicht so ganz genau. Es ist auf jeden Fall hier oben nichts wirklich zerstört worden. Es gab keine Angriffe, trotz der Munitionshauptanstalt, die es hier eben gab. Und dann wurde, wie alle wissen, auch am Ostersamstag 45 alles gesprengt hier oben. Dieses Y-Dach, wir stehen jetzt hier genau mitten drunter, auf der Seite und auf der Seite, standen auf einer Reihe von 140 Meter Leopardpanzer. Ich wünsche Ihnen heute gute Gespräche. Wir haben viele interessante Aussteller hier. Schauen Sie sich alles mal an. Machen Sie mit auf diesem Energieweg weiter in die Zukunft gemeinsam. Und ich bin sicher, wir werden da ja, eine gute Richtung einschlagen und das gemeinsam mal weiter nach vorne treiben. Ihnen einen schönen Tag heute. Schön, dass Sie gekommen sind. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich möchte Sie als Hausherr auch ganz herzlich hier an der Herwig-Blankertz-Schule begrüßen, an unserem Standort Wolfhagen. Mein Name ist Dietmar Johl und ich bin Schulleiter dieser Schule. Es freut uns sehr, dass Sie heute unsere Schule als Standort gewählt haben. Das möchte ich auch im Namen der ganzen Schulgemeinde nochmal zum Ausdruck bringen. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank an die drei Referenten. Thank you.
Also maximal. Ja, das habe ich jetzt. Bitte, 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 bit